So, jetzt hier herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim Together hier bei mir auf dem Kanal. Und zwar ist das Folge 322. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. 322 Folgen lang. Bitte renne ich hier schon mit Julia zusammen durch Skyrim. Aktuell ist Julia nicht dabei, leider, weil wir da noch die ein oder andere Nebenquest machen für die Dawnguard DLC-Geschichte. Und deswegen, ja, die mussten wir getrennt machen und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die schnell alleine aufzunehmen. Aber in der nächsten Aufnahmesession, ja, in der nächsten Aufnahmesession ist Julia wieder dabei und dann werden wir in die Hauptquest gehen. Und zwar bis zum Ende von Akt 2 werden wir vor uns vorarbeiten. Das wird bestimmt sehr interessant. Aber jetzt für heute, also die jetzige Aufnahmesession wird die Folge, machen wir noch ein bisschen Dawnguard. Und zwar machen wir die Monsterjagd. Ich zeig mal kurz. Wir haben jetzt drei Dinge habe ich jetzt heute in der Folge mit euch vor. Und zwar, wir machen einmal hier Monsterjagd, ist klar, die fehlt mir noch. Da müssen wir hier, Gunmar hat mich nach Markrad geschickt. Dort soll ich den derzeitigen Aufenthaltsort von Volkirs Meistervampir herausfinden. Dazu muss ich Kepr befragen, der letzte bekannte Kontakt von Volkirs Meistervampir oder Gasthaus Silberblut, durchsuchen. Sobald der Aufenthaltsort bekannt ist, soll ich das Monster in seinem Versteck vernichten. Und das werden wir natürlich machen. Und danach werden wir auch die uralte Technologie machen. Das heißt, wieder irgendwo eine Zwergenarmbrust irgendwo rausziehen. Das ist ganz cool, weil wir dann, wir kriegen dann neue Waffen dazu sozusagen. Und deswegen mache ich die. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Jetzt hier, uralte Technologie, uralte Technologie. Haben wir schon zweimal gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie viel es davon gibt, bis wir alle Baupläne zusammen haben. Aber auf jeden Fall, ja, müssen wir da noch was machen. Und was wir auch jetzt zuerst machen wollen, zusammen, ist, wir reisen nach Weißlauf. Und in Weißlauf möchte ich gerne mal die Schwester besuchen von Dings. In der Tat. Da haben wir lange nichts gemacht. Und damit möchte ich jetzt anfangen, in der Tat. Also wir müssen dann eh nach Markrad. Das heißt, wir müssen da eh durch Weißlauf sozusagen. Also wenn wir da hin reiten würden, dann müssten wir ja eh da durch. Also ich muss hier raus aus dem Dings. So, bist du soweit? Serena, alles klar. Ist natürlich kein Vampir mehr, ne? Ist halt schwierig. Ich habe mich ja noch nicht beschäftigt, ob man die wieder zurückverwandeln kann. Es war kopflos, die damals loszuschicken direkt. Weil ich glaube, die hätte uns Vorteile gebracht als Vampir. Aber jetzt ist es nicht mehr zu ändern. Und deswegen kann ich es auch nicht ändern. So, ich gehe jetzt mal durch die Tür. Gucken, wie die Ladezeit ist. Ich habe jetzt bei Fallout London. Und Fallout habe ich jetzt immer die Ladezeiten geschnitten. Ich habe so mir so ein Skript, so ein Ding so eingebastelt. Dass ich hier per Tastenknopf kann ich den die Aufnahme kurz anhalten und wieder aktivieren. Wenn ich durch eine Tür gehe zum Beispiel. Dann kann ich die, dann ist es, dann merkt ihr, dass das für euch, als wenn die Ladezeit geschnitten wäre. Und ich muss hier nicht die ganze Zeit drüber quatschen. Weil wenn ich ein Blödsinn, das ist für ein Hammer. Weil nämlich, wenn ich das erste Mal in ein Gebiet komme, selbst mit SSD, dauert es schon ein bisschen. Mit den ganzen Mods und alles, bis alles geladen ist. Es dauert schon. Aber das ist es wert, ist es mir wert auf jeden Fall. Und da sind wir schon durch. Hat jetzt eine Minute gedauert. Festung Dämmerwacht. Oh, Screenshot. So, weiter geht's im Text. Die M natürlich. So, wir haben ein bisschen Zeitdruck. Bin ein bisschen. Ich habe noch mehr aufzunehmen. Andere Spiele, dummerweise. Leider kann nicht Skyrim das einzige sein. Ich habe jetzt Neuigkeiten zu Skyblivion gefunden. Also, das ist ja dieses Oblivion-Projekt, was wo Oblivion per Mod auf die Engine von Skyrim aufgesetzt wird. Sehr interessant, finde ich. Bin ich am Beobachten, das Projekt wird frei. Es wird mehr als 200 Questen geben. Das wird nochmal eine Hausnummer. Und es soll wohl angeblich sogar einen Koop-Mod geben. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn das soweit ist, werden wir uns das natürlich damit beschäftigen, Julia und ich. Aber das wird wahrscheinlich erst laut Entwickler dieser Mod 2025 gehen. Leider. Aber wir haben ja auch genug zu tun hier mit Skyrim. Wir haben jetzt irgendwie 300 ein bisschen Questen gemacht. Von den 600 oder die 500, die es gibt. Also wir haben auf jeden Fall noch genügend Arbeit vor uns. So, rennen wir schnell hoch. Benetors Schwester, ich will mal kurz mit der sprechen. Hier Fragen haben. So, müssen wir durch. Sag Bescheid. Hey, Belethors Schwester. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Hallo. Hallo.
Gibt es neue Einnahmen für den Laden? Hier ist euer Anteil am Gewinn der Woche. 1820, Mensch, läuft. Kann ich denn was für euch tun, sag mal? Benötigt ihr Hilfe? Ich bin froh, dass ihr gefragt habt. Es gibt ein paar Dinge, bei denen ihr mir helfen könntet. Hau raus. Arcadia, die Alchemistin, hat kürzlich einen Destillkolben bei uns bestellt. Könntet ihr den Kolben zu ihr in Arcadias Kupferkessel bringen? Natürlich. Großartig. Sprecht mit mir, wenn ihr zurück seid. Klar. Zack. So, ich hab den Dings gekriegt. Hallo. Benedor, ich hasse dich. Liefere in den Kupferkessel. Ich muss sagen, der ist hier, der Kupferkessel. Also, hätte er selber rüberbringen können. Ja. Weiß auch nicht. Seht euch nur gründlich um. Ich bin mir sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Was benötigt ihr, mein Freund? Ich habe eine Lieferung. Gut gemacht. Jo, ich wüsste. So, ab zu Layla zurück. Das war jetzt nicht so schwer, ne? Aber es war halt Zufall, dass der hier gerade hier ist. Die Quest. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch ein. Wenn die Welt einmal geladen ist, dann ist diese Dings mega schnell. Also die Türen. Ganz schnell durch Türen gehen. Wo ist er hin? Ihr seid wieder zu Hause. Ey. Unser Kind ist das eins unserer Kinder. Habt ihr mir ein Geschenk mitgebracht? Ja, na klar, habe ich ein Geschenk. Ein Geschenk für. Natürlich auch nicht ganz richtig, dir immer Geschenke zu geben, ne? Aber ich kann ihre Liebe nicht anders erkaufen. Nee. Das ist der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Ja. Wenn ihr sie verteidigen kann. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. In die Taverne gehen? Und dabei wollte ich euch wieder Kohl mit Apfel servieren. Ja, meine kleine Fee. Wir können in der Taverne zu Abend. Mama hat mich zum Markt mitgenommen. Hurra! Da gab es viele Kuchen. Sie hat gesagt, sie möchte mir zeigen, wie man Kuchen backt. Reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Ah, ich musste. Weiß gar nicht, wen ich geheiratet habe aktuell, ehrlich gesagt. Wo ist die denn, die Oma? Ist die Quest deaktiviert oder ist die einfach abgeschlossen? Ich hab 1800 gekriegt, ne, für den Dings. Ach, hier ist es deaktiviert. Was ist denn hier los? Wo wohnt die denn? Schwert verzaubern? Mit der stumpfen alten Klinge kann man nicht mal mehr Butter schneiden. Okay, dann schneid halt keine Butter. Das ist mein Rat an der Stelle. Ach, da ist er. Ey. Layla, hier. Ich habe die Lieferung vorgenommen. Tolle Arbeit, ich kann immer auf euch zählen. Hier, das ist für euch. Okay, sehr gut. Das wollte ich mal machen jetzt. Also da werde ich nochmal, vielleicht mache ich offscreen nochmal ein paar, weil umso mehr Questen wir für die machen, mehr Lieferquesten oder wir müssen mal eine Lieferung befreien, umso mehr Kohle kriegen wir in der Tat. Am Ende des Monats, am Ende der Woche. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ihr habt ja gesehen, 1800 kriegst du. Also die Quest, die ist auf jeden Fall zu empfehlen, die Mod. Ob ihr es mit deutscher Sprachausgabe oder nicht benutzt, ist natürlich eure Sache. Ist ein bisschen gestellt, die Sprachaufnahme, muss ich zugeben. Also da möchte ich gar nicht rumreden. Aber für eine vernünftige, für eine KI-Sache ist es eigentlich schon geil. Muss man eigentlich sagen, einfach. So, ich tue mal den Laetrischen jetzt hier weg. Mal ganz kurz ein paar Sachen ablegen. Ich weiß nicht. Pack das mal hier rein erstmal. Ich muss mich darum kümmern unbedingt. Immer wacht. Unhammer. Unsere Waffen funktionieren ja ganz gut im Moment. Schlagende Gesundheitsrüstung. Mal die Sachen auch ablegen kurz. Beschwörung, Magika.
Kann man natürlich alles verkaufen, machen wir auch noch. Aber ich muss da erstmal durchblicken, was wir überhaupt alles haben. Ich habe ja so viel Zeug. Ihr seht es ja selber. Aber die Handschuhe kann man nicht ablegen. Ring der Zerstörung, Ring der irgendwas. Stahlplattenhelm der Schießkunst. So, da haben wir nämlich ein bisschen Platz wieder jetzt. Und das wollte ich erreichen, in der Tat, eigentlich. Weil wir wahrscheinlich auch ein bisschen Loot kriegen unterwegs. Ich werde mich dann noch drum kümmern. Wir müssen mal mit diesen ganzen Items, da muss man echt mal gucken. Muss man mehr verkaufen, mehr machen und mehr tun. Aber man, du nimmst doch mal auf hier und machst irgendwas und dann, ja, dann machst du was anderes. Wir können uns eigentlich schnell noch eine Quest annehmen von der Dings. Vielleicht reißen wir ja zufällig vorbei und vielleicht, wenn nicht, mache ich es automatisch, mache ich es alleine. Guck mal, noch eine Quest von Belator's Sister. Ja? Auch der Hilfe? Ich bin froh, dass ihr Nikael, der Bade, hat bei uns eine neue Laute bestellt. Könntet ihr sicherstellen, dass er das Instrument bekommt? Dankeschön. Danke, natürlich. Danke. Ich werde den Laden im Auge behalten, während ihr weg seid. Okay, ich glaube, der war in Falkenring. Was haben diese Akademie-Magier überhaupt in Saartal zu suchen? Das ist ein Ort für die Toten der Nord, nicht für eure unheilvollen Experimente. Es ging nicht um Experimente, wir haben die Welt gerettet, du Blödmann. Das ist wieder diese Unwissenheit, diese typische Unwissenheit. Das ist ein bisschen wie in Deutschland zur Zeit. Diesen ganzen Dings hier, diese ganzen Hetze, die überall ist. Aber wir wollen ja jetzt kein politisches Let's Play jetzt rausmachen. Von daher halte ich meine Klappe zu dem Thema, zu allen Themen, was mit Politik zu tun hat. Ah, der ist gleich hier, in der Stadt. Ich dachte, dass wir mal irgendwo hinreisen müssen. Mika, der Barde. Ey, Mika, der Barde. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Mikael sie erst entdeckt, dann seht ihr sie nicht wieder. Oh. Gut gemacht. Hier, nimm. Alles. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Aber du bist doch jetzt kein Vampir mehr. Ja, das stand aber dabei. Das ist so ein Bug. Das ist so ein Standard-Bug, weil... oh, das sieht so cool aus hier. Ich liebe diesen Marktplatz und diese ganze Stadt Weißlauf. Ist wirklich, dass es die... Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es, weil ich zum allerersten Mal hier in dieser Stadt angekommen bin. Jetzt damals. Jetzt reicht es mir allmählich mit euch. Was gibt es? Halt deine Fresse. Ihr braucht etwas? Ich habe eine Lieferung vorgenommen. Tolle Arbeit. Ich kann immer auf euch zählen. Hier, das ist für euch. Alles klar. So, noch eine? Kann ich etwas für euch tun? Nein. Ich habe ja, keine Aufgaben für euch. Okay, warum prima. Ihr euch nicht den Rest des... Alles klar, mache ich. Tschüss. Was braucht ihr, Augenweide? Nix. So, das haben wir jetzt erledigt. Das finde ich so, das finde ich gut. Das wollte ich schon die ganze Zeit mal erledigen. Ich habe das immer nur vorher geschoben, sozusagen. Und jetzt reisen wir nach Markrad und werden ein Monster jagen. Natürlich. Zack. Wir werden einen kleinen Schnitt setzen, damit das für euch nicht so lange dauert. So, da sind wir. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Guck mal, die hat da richtige Schnitte im Dings. Und so Haare. Das blutigste Fleisch in Reach. So helle Härchen. Ja, wie gut das ist. Teilweise. Aber man muss sagen, wir haben ja auch eine Skin installiert. Also hier, wir haben da wirklich viel. Wir haben da wirklich viel gemacht. Mein liebster Saufkumpan. Besorgt mal ein wenig mit. Ja, komm hier. Ich sagte, endlich. Nehmt ein Goldstück. Und jetzt verzieht euch. Natürlich wollt ihr das. Bringt das nächste Mal mehr Gold mit. Alter, ich glaube, ich... So, wir gehen mal in Silberblut in. Ich ignoriere diesen kleinen, obdachlosen Menschen da jetzt mal. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige ein Held, Getränke ein Held und saubere nach Kriegerherzen fragt, so. Im Gegensatz zu meinem Ehemann kümmere ich mich um unsere Gäste. Mit ey, abgeschworene Wüten in den Straßen, als ob das Geschäft nicht schon schlecht genug liefe. Drachenblut naht.
Ich suche noch einen Vampir. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. In Ordnung. Hier, bitte sehr. Dieser Brief war die letzte Nachricht, die ich von ihm erhalten habe. Und darin steht auch, wo er ist. Und jetzt lasst mich in Ruhe. Oh nein, abgestürzt. Ach, fuck, Mann. Ich wollte mich gerade rumdrehen und mir das Lied anhören. Ich mach mal kurz hier Schnitt an der Stelle und lade das Spiel neu. So, kleinen Schnitt später habe ich den Brief erhalten. Jetzt ging's auch. Keine Ahnung, was das eben war. Das passiert denn mal, ne? Da kann man mal so und so sehen. Hab ich nur nicht geguckt, wie das hieß. Irgendwas mit Brief? Scheiße. Harleys Brief, Selina, anonymer Brief des Vampirs, oder? Kann das sein? Lieber Crap, ich weiß nicht, wie ich eure Güte zurückzahlen kann. Außer aber vielleicht, indem ich Abstand halte, um keine ungewollte Aufmerksamkeit oder Gefahr auf euch zu lenken. Wenn ihr euch mit mir in Verbindung setzen möchtet, kommt nach langer Stille Monde, euer Freund. So, leider singt er das schöne Lied nicht. Der Lied singt das Drachenblutlied eigentlich. Ne? Frabi, meine geliebte Frau, könntet ihr bitte unsere Gästezimmer reinigen? Putzt die Zimmer doch selbst, Klepper. Es ist ja nicht so, als würdet ihr euch hier sonst irgendwie nützlich machen. Nur die Gäste empfangen, das Geld verwalten und für ein Dach über dem Kopf sorgen. Nein, nichts Wichtiges. Oh, wieder so typisch toxische Menschen. Schaut nach den Lieferungen, sagt Lisbeth. Es gibt keine Lieferungen, sage ich. Was noch? Wo arbeitet ihr denn? Nicht waren Arnleif und Söhne. Ich bin ein Träger. Meine Aufgabe ist es, schwere Pakete zu transportieren. Aber zurzeit kommen keine Lieferungen rein. Die Abgeschworenen greifen jede Karawane an. Also hocke ich hier rum und trinke. Hä? Ich glaube... Ha. Abgeschworenen also. Vielleicht kann man da irgendwie helfen. Wir müssen mal zu diesem Gemischtwarenladen gehen. Vielleicht. So. Dann, ja. Weiß nicht, Gemischtwarenladen, wo ist der? Hier? Ne, Himmelsrand, der Ausgang. Das ist der Gemischtwarenladen? Das ist der Gemischtwarenladen. Wollen wir mal kurz reingehen und fragen, ob wir denen irgendwie helfen können? Ich weiß es nicht. Nur so ein Bauchgefühl. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Hey, Lisbeth. Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Wir haben alle schon gefragt hier. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Lisbeth kümmert sich um die Kunden. Ich sehe nur nach den Lieferungen. Ja, erzähl doch mal was. Laden gerne umsehen. Zählt nix. Du? Zählt auch nix. Also wie gesagt, es war nur so ein Gefühl. Weil der uns da irgendwas erzählt hat. Ich arbeite schon mein ganzes Leben bei Arnleif und Söhne. Es ist ein gutes Geschäft. Ja. Kann sich erinnern. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja. Ein Versuch war es wert. Muss mal lesen, vielleicht gibt es da irgendwo einen Workaround, dass du das irgendwie triggern kannst. Dass du dir irgendwie hilfst. Ich weiß nicht, ob es überhaupt funktioniert. Lieder sind nur alte Erinnerungen, die dabei helfen, den Met schneller herabrinnen zu lassen. Bleib ruhig, Mann. So, wir gucken mal, wir müssen ja den Vampir jetzt finden noch. Wir müssen auf Monsterjagd. Meister Vampir, langer, stiller Mond ist die Location, wo wir hin müssen. Tagebuch, zack, und F, nicht M. Da ist langer Stiller. Oh, das ist noch nicht mal offen bei uns. Was? Aus in der Nähe vom Weißlauf. Ist eigentlich auch gut. Langer Stiller Mond. Beweg mal die Markierung hier hin. So. Und dann möchte ich nochmal gerne gucken, wo die Quest jetzt ist. Ach, guck. Versteckt des verlorenen Messers. Haben wir schon abgefrühstückt. Von daher... Ja.
Was ist denn da jetzt am besten? Hier Schnellreisepunkt. Wahrscheinlich hier Redorans Zuflucht. Auf geht's. Ab geht's nach Redorans Zuflucht. So, da wollen wir ja eigentlich gar nicht hin. Redorans Zuflucht. Aber hier können wir natürlich von hier aus besser laufen, ja? Also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Drachenangriff. Die werden immer mehr, diese Drachenangriffe, ne? Da ist er. Ihr seht ihn nicht, aber ich sehe ihn. Er greift da irgendwas an. Das ist eh die Richtung, wo wir wollen. Von daher. Da ist er. Wir könnten auch schnell das Pferd. Oh, was ist denn da los? Dreckiger Drache. Ey, Drache. Und er greift einen Riese an. Ja, ich bin. Reagiert gar nicht auf uns. Können wir den Aurils Bogen nehmen? Landen würde, könnte ich mal mit dem Schwert ochsen. Jetzt hat er uns. Glaube ich. Die Musik deutet zumindest darauf hin. So, hier. Lauf doch mal, Mensch. Was ist denn hier los? Oh, 2300 hat er. Benimm dich, du Dreckvieh. So leicht werde ich nicht sterben. Ne, jetzt bist du ja nicht mehr unsterblich, ne? So, wir nehmen mal das Schwert. Was er landet? Schlammkrabben. Da vorne ist er. Er hängt an den Mammuts dran. Habe ich denn andauernd nur keine Ausdauer? Ich verstehe das nicht. Er ist fast tot. So. Alter Drache besiegt. Ekelhafter Drecksmüll. Und weg. Mammuts, du nicht sauer auf uns? Nö. Mal die Seele einfangen. Oh, da ist Nierwurz. Nieswurz. So, Serena, komm. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Das war jetzt nur ein Gimmick. Ich dachte, dass das irgendwie zusammenhängt, aber ich glaube, das war einfach nur so ein random Drachenangriff. Weil wir, auch wenn du Server spielst, also mit dem Together Mod spielst, dann funktionieren die Drachenangriffe nicht mehr richtig. Solange wieder auf dem Server bist. Wenn du auf dem Server runter bist, dann kommen die verstärkt, habe ich so das Gefühl. Das angeblich ist das gefixt worden in der Version 1.6 von dieser Together Mod. Die sind nur aggressiv. Wenn die nicht aggressiv wären, würde ich die auch in Ruhe lassen. Automatisches Speichern. Langer, stiller Mond. Ist er das?
Banditen Raufbold. Was ist das jetzt? Mehr dreckige Banditen. Glaub nicht, dass ich tot bin. Schande für euresgleichen. Tod ist stark. Ein Ausdauer. Der Tod ist stark überwertet. Also dein Tod nicht, aber meiner schon. So, ich nehme mal das hier. Den Schemel und so nehme ich, aber den Rest kann er behalten. Ich habe keinen Bock, mein Inventar schon mal voll zu machen. Es wäre so gut, wenn die sich ergeben würden und ich könnte die in Ruhe lassen. Das wäre so gut. Das würde ich so feiern. Echt. Da würde ich 10 Euro für bezahlen sofort oder 20 oder 30. Wenn es sowas gäbe, original von Bethesda, ich würde sofort dafür bezahlen. Oh, Ring des geräuschlosen Schleichens. Den nehme ich mal mit. Notiz des Mondscheins. Mondsteinkolben. Mondschein irgendwas. Hier können wir schmieden. Aktuell habe ich aber keine Sachen, die ich beschmieden würde wollen. Das ist noch ein Buch. Nehme ich mal mit. Ein paar Eisenbahnen. Nehme ich immer. Ehrlich gesagt. Was? So, das ist die ist nicht. Das ist eine Lammkrabbe von uns. Die Frage, wo hier der Eingang ist. War da unten, wie es aussieht. Nur ein paar rote Punkte. Da ist der Eingang. So, er hat automatisch gespeichert. Also ab. Lager, stiller Mond. Lager, nicht lange. Ich bin. So. Die Serena ist echt die beste, die du mitnehmen kannst. Hier ein paar Stahlbahnen, den Rest kannst du behalten. Will ich nicht. Hier, was hast du? Das ist der Vampir. Fragende Gesundheit, Braun. 60 Gesundheitspunkte. Ja, der ist bestimmt was wert. Ausdauer, Trank. Und die hat nix. Ich kann mal kurz hier durchgucken, aber ich will ja gar nicht hier den Loot Günther raushängen lassen. Ehrlich gesagt. Weil das Ding ist noch nicht abgeschlossen hier. Also das heißt, es kann natürlich sein, dass hier noch eine Quest kommt. Und wir wollen ja den Questzustand nicht so weit kaputt machen. Weil da hinten geht es nämlich noch rein. Nee, wir lassen das. Wir haben das gemacht, was wir machen wollten. Und falls wir... Ja, genau. Falls zu einer Quest kommt, wollen wir ja nicht, dass dann das alles zu sehr von Julia ihrem Klienten abweicht. Das ist halt die bei diesem Together Mod. Da muss man halt versuchen, dass beide Parteien ungefähr denselben Queststand haben. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon erwähnt habe, aber ich möchte das natürlich, dass ihr das wisst. So, und jetzt möchte ich gerne ihr das Versteck des verlorenen Messers eh abgeschlossen. Wir reisen da jetzt mit Schnellreise hin und werden uns da die uralte Technologie rausholen. Und dann geht's ab nach Dämmerwacht. So, wir sind hier nur im Dunkeln unterwegs, habe ich so das Gefühl im Moment. Das ist natürlich gut für die Folgengröße. Dunkler, umso weniger muss berechnet werden. Wir waren ja aber schon verlorenes Messer, also von da. So, ab geht's rein. So, da darf eigentlich nicht viel drin los sein. Wir haben ja hier schon aufgeräumt. Aber es kann natürlich sein, dass er jetzt für diese uralte Technologie-Quest noch was Neues gespawnt hat. Ich glaube, das ist überhaupt richtig, was ich hier mache. Na, ja, das ist hier vorne. Ich hoffe, das ist nicht zu weit. Das ist nicht. Hier waren wir mit Julia damals. Ich erinnere mich. Oh, wow. Das ist wunderschön. Ich bin froh, dass ihr hier bei mir seid. Wer ist da? Oh.
Als Maulkatze. Denker Banditen. Du Whiskas-Vieh, du. So, nimm mal die Kohle. Das kann aber halten, den Scheiß. Ganzen Müll, wir gehen weiter. Da vorne läuft noch einer. Ist da jemand? Ja, Mann. Hab mir getroffen. Sehr gut. Wir können ja mal mehr ein bisschen mit dem Bogen schießen, in der Tat. So, ich kann mal ein bisschen meine Kampfziele ein bisschen ändern. Nicht zu sehr. Und trotzdem noch der große, also ich spiele groß und schwer. Würde ich bei Fallout nennen, groß und schwer spielen wir. Oh shit. Aber wir können trotzdem mal mit dem Bogen ein bisschen uns beschäftigen. So, mein Geld zählt. Das war gar nichts. Okay. Ja klar. Ich will mein Geld zählen. Na, zähl mal. Ich kann dir auch sagen, wie viel ich dabei habe. Ich muss es nicht zählen. Zwergenpfeil nehme ich mal. Das hat nur mit den Pfeilen müssen wir gucken. Der Aurels Bogen ist schon geil, aber wir müssen gucken, dass wir da die richtigen Pfeile kriegen. Vielleicht können wir uns. Ach so, die kann uns keine Pfeile mehr herstellen jetzt, ne? Aus ihrem Blut. Wahrscheinlich. Stiel das verstecktes Messer, bla bla bla, da gehen wir jetzt hin. Komisch, dass es so unterteilt ist. Naja, gut. Kleine Ladezeit. So, schon durch die Tür. Nach einem kleinen Schnitt für euch. So, der. Was wir suchen, ist hier in dem Raum. Wo ist hin? Nicht besiegen. Nee. Kein Geld dabei. Sie alle aber kein Geld dabei haben, blöden, ekligen. Hier sind blutverfluchte Elbenpfeile. Elfenpfeile, aber ist die Frage, ob die gegen Menschen und so gut sind, das weiß ich halt nicht. Hier, ganze Loot. Ah, komm, behalt den Dreck jetzt. Da ist sie doch. Jo, da bin ich. Nimm deine Kaninchenkeule, du brauchst die nicht mehr, habe ich gelesen. So hier hoch. Hier links. Und da ist die Truhe, da holen wir uns den Mist raus. Gold. Bremerkreisel, das kriegt ja alles nix. Stahlplattenhelm der großen Veränderung. Zwergenbeute, Bauplan, Zwergenarmbrust. Ach, den Rest nehme ich auch, komm. Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Soll er sein? Ein Dieb vielleicht? Wer ist da? So, der hat ein bisschen Gold, einen Dietrich, den nehme ich natürlich. Den Rest den Schmutz kann er behalten. Ja, dasselbe Gold, Dietrich. Schmutz behalten. Wo ist denn der? Da hat gerade einer rumgeschrien. Serena erklärt das schon. Nehme ich mal das mit. Geht's hier raus? Ich glaube ja. Komm, Serena, wir gehen. Scheiß drauf. Scheiß auf diese Messertypen hier. Ganz ehrlich.
Cool, dass es hier mehrere Ausgänge gibt. So. Endlich, damit ich mir eure Sachen nehmen kann. Kannst du vergessen. Meine Sachen kriegen nur würdige Gegner. So ein Dreck wie du. So, hier selbe Geld, Dings. Was will denn der hier? Zeit zu sterben, Held. Ich will seine Pfeile haben. Nee. Das hätten wir geschafft. Der kann es nicht besiegen. Das ist da am kopflosen Torso. Rot, gekühlter Lauch. Ein bisschen Essen auch mitnehmen. Müssen wir mal angewöhnen, mehr zu essen. Hier ist noch eine Truhe. Na gut, das können wir alles mitnehmen. Wiegt nämlich nicht viel. Das Schwert kannst du behalten. Ich nehme längst nicht mehr alles mit irgendwie. Wenn ich jetzt hier runterspringe, dann wäre wahrscheinlich... Nee, das müsste ja nicht gehen. Hier kommen wir raus. Angeln müssen wir auch noch. Das ist auch noch so eine Nebensache, die ich alleine machen würde wollen. Und wir müssen die Pferde noch sammeln. Aber aktuell haben wir da andere Präferenzen. So, jetzt geht's nach Dämmerwach zurück. Und da geben wir die zwei Questen ab. Und dann hoffen wir mal, dass wir in der nächsten Folge dann die letzte Quest kriegen. Die letzte Quest kriegen, die heißt Präventivschlag. Das ist die letzte Nebenquest. Sozusagen die letzte Kategorie Nebenquest. Ich glaube, wir können zwar noch ein paar uralte Technologien machen. Aber das will ich euch natürlich nicht antun. Vielleicht mache ich auch noch ein paar, mal sehen, was in der nächsten Folge, wie viel Zeit da ist. Von daher auf L Weltkarte. So, und da geht's jetzt nach Dämmerwacht. So, Dämmerwacht erreicht. Schnellreise ging. Für euch natürlich einen kleinen Schnitt, war jetzt eine Minute vielleicht. Aber es läppert sich halt, wenn wir 3-4 Mal Schnellreise machen, dann läppert sich das schon dann für euch zusammen. Dann haben wir nicht 3-4 Mal, hast du dann 4 Minuten insgesamt von einer Folge, die 30 Minuten geht, hast du dann Verschnitt sozusagen. Also ich denke mal, wenn ich diese Reisen schneide, ist das für euch ein bisschen besser. Es verändert sich ja für euch nichts. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee oder ich trinke einen Schluck Wasser, das seht ihr nicht. Aber es passiert ja nichts. Euch kostet das ja nichts sozusagen. Genau wie das Let's Play gucken, das kostet euch auch nichts. So, jetzt hier, ich wusste, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste es, aber niemand wollte mir glauben. So, da ist Gulma und hier ist Jürgen. Fangen wir mit der uralten Technologie an. Hoffentlich versteht ihr euch mit Isran. Er ist etwas gewöhnungsbedürftig. Hier, ich habe das Versteck ihr gefunden. Ihr enttäuscht mich nie. Was habt ihr da? Ist das wirklich... Ja. Ja, ist es. Ich hatte gehofft, das hier zu finden. Das ist die Abbildung einer Dwemer-Armbrust. Sie ist viel ausgeklügelter und effektiver als die, die wir haben. Hier, ich zeige euch, wie es funktioniert. Wenn eure Schmiedekünste gut genug sind, solltet ihr sie selbst in Gunmars Schmiede herstellen können. So alles oder klar. So werde ich bald einige zum Verkauf anbieten. Sehr gut. Halt die ganzen Sachen, die wir kriegen von der, wie kann ich dir irgendwie helfen? In Ordnung. Noch ein weiterer Satz Dwemer-Diagramme. Ich werde schon etwas traurig sein, wenn wir alle eingesammelt haben. Aber wer weiß, vielleicht tauchen ja eines Tages noch ein paar mehr auf. Aber ich kann es nicht erwarten, diese Baupläne zu sehen. Also raus mit euch. Okay, wir nehmen noch mal mit. Vielleicht können wir die beim nächsten Mal dann ab noch. Gunmar, ey, hier. Ja, toll. Ich habe den Meistervampir getötet. Monsterjagd. Die Erinnerungen lassen das Biest vergessen, in das sich die Liebsten langsam verwandeln. Unsere Barmherzigkeit verpflichtet uns dazu, es zu vernichten. Leider ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe eine weitere Bestie entdeckt, die sich vor dem Tageslicht versteckt. Er hat sich bei einer Gruppe von Nekromanten versteckt. Wir müssen ihn vernichten, bevor er seine Kameraden in eine Schar Vampire verwandelt. So. Blutbeinpass. Letzte Quest. Kämpft. Also. Kämpft tapfer. So, wir stellen es mal kurz hier hin. Präventivschlag und uralte Technologien, den haben wir nochmal angenommen. Wir werden auch noch ein bisschen uralte Technologien machen, denke ich mal, bis wir die Baupläne alle zusammen haben. Einfach damit wir die ganzen Baupläne haben. Und da habe ich Bock drauf irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir das jemals benutzen. Aber ich denke mal schon. Gut,
Dann würde ich sagen, aber für den Moment... Ihr habt viele Dinge, die ich kaufen möchte. Nein. So, aber warum der Händler jetzt gespawnt ist und was es genau mit dem Präventivschlag auf sich hat, das sehen wir leider erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in Sofengarde.